Bats. Ach, wohl, Hauptsache erstmal daneben geschossen. Alter, Alter! Alter, ich bin verkrüppelt, verdammt, ich bin verkrüppelt! So, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal haben wir Fallout 4 am Start. Es kam mir raus, ich habe gerade keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Denn ich konnte ja, wie ihr mich kennt, natürlich nicht warten, das zu zocken. Ah, okay, wir müssen nach County Crossing. Alles klar, mit den Siedlern sprechen. Ich habe natürlich schon angefangen. Logisch. Warum auch nicht, ne? So richtig der perfekte... Ja, das kommt davon, wenn man gerade nicht hinschaut, sondern noch schnell was an den Einstellungen ändern muss. Gleich mal tot. Perfekter Beginn für eine perfekte Folge. Die Minutemen traten erstmals 2180 rumreich auf den Plan. Ja, genau, wir sind bei den Minutemen. Ich mache gerade Minutemen Mission. Also ja, tun wir mal ein bisschen lang sprinten, wollen mit den Siedler reden. Diesmal nehmen wir die Brücke, nicht die Schlucht. So. Ho, ho, ho. Ich weiß gar nicht, welche Waffe habe ich eigentlich. Die Schrotflinte, glaube ich. Zack. Ja, die Schrotflinte. Man kann zwar auch in Ego-Perspektive zocken. Allerdings bin ich da bei dem hier nicht so der Fan davon. Was ist das? Das sieht mir nach irgendeinem verschissenen, verstrahlten Köder aus oder so. Gucken wir, ob wir außen rumkommen. Denn ich habe gerade keinen Bock auf irgendwelchen Stress. Wie ihr seht, bin ich schon leicht verstrahlt. Ich meine, das bin ich von Natur aus. Aber in dem Spiel jetzt auch. Ja. Ich muss sagen, die Landschaft ist natürlich bild. Ja. Bildschön. Wunderbar, schön. So. Sind wir jetzt bald mal bei diesen Siedlern? Kann da nicht. Kann da nicht wahr sein. Ich habe natürlich, wie man vielleicht hört, das Radio laufen. Dass ich jetzt übrigens mal ganz gepflegt ausschalte, denn ich habe das Gefühl, ansonsten könnte ich Probleme mit der GEMA bekommen. Also machen wir es lieber aus. Ich habe nämlich keinen Bock, mich da schon wieder rumzuprügeln. So, denn ich bin ein friedliebender Mensch. Ich prügel mich nicht so gerne. Ab und zu mal, so alle 2 Stunden. Aber ansonsten nicht. So, dann gehen wir mal da hoch, würde ich sagen. Immer schön die Durchfeldabkürzung nehmen hier. Quer durch die Prärie. Schlafen die oder sind die tot? Ich habe das Gefühl, die Viecher pennen nur. Ah, okay, der da schwebt. Alles klar, schwebende Hunde. Schön zu wissen. So, aber pro Hunde. Köder, ich hoffe, du bist ruhig. Was ist da oben? Ist das wieder ein, Wow! Scheiße, Alter! Verdammt, was zum... Ach du... Mein lieber Gott! Oh, wow, 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 scheiße, scheiße, scheiße! Lad nach, Junge, lad nach! Ich muss sagen, dieses Skorpion ist, glaube ich, nicht besonders liebevoll angehaucht. Ah! 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 Du elendes Drecksding. Der Bats. Ach, wohl, Hauptsache erstmal daneben geschossen. Alter, Alter! Alter, ich bin verkrüppelt. Verdammt, ich bin verkrüppelt! Oh, da ist sie ja schon wieder. Leck mich am Sack. Ja. Ist das so riesig, verdammte Scheiße! Schnell was zu essen, was zu essen. Inventar, was haben wir da Schönes zu essen? Zum Essen. Ah, das glaube ich bei Hilfsmittel. Essen, Essen, Essen. Nein, nix, nix. Nehmen wir erstmal das eingelegte Fleisch. Nehmen wir noch radioaktiver, wunderbar. Dann, nehmen wir das noch. Ja, ich glaube, mehr Energie habe ich eh nicht mehr zur Verfügung. So, ja. Nachladen, immer nachladen. Der Hund ist tot! Nein, ist er nicht. Komm, du Skorpion, zeig dich, du elender Bastard. Zeig dich, wo bist du? Wo, Scheiße, oh, scheiße, Baum im Weg, Baum im Weg. Alter Vater, das ist nicht cool, nicht cool.
Nein, jetzt wollte ich gerade noch mal Energie nehmen. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh. Ja, also ich habe festgestellt, dass ich meine Stimme etwas zu überanstrengen hier. Und dass das hässliche, verschissene, dreckige, verfluchte Skorpion etwas zu stark für mich ist hier. Ja, na gut, ich meine, wenn ich rechtzeitig immer wieder esse, dann geht das eigentlich noch. Aber ansonsten haben wir halt das Problem, dass es gar nicht mal so schwach ist, dieses kleine Skorpionchen. Vielleicht können wir es irgendwie umgehen. Du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir? Ach, wir sind da erst. So, gut. Dann gehen wir den Weg nochmal. Immer diese Skorpione. Immer diese Skorpione. Alter, Alter, Alter. Das war mal ein fieses Tier. Aber ich glaube, das ist ziemlich viel wert, wenn wir da Fleisch verkaufen und so. Wahrscheinlich gibt es auch viel Energie danach. Deswegen, ich glaube, die Hunde hinten schlafen gar nicht, die sind tot. Das Skorpion hat sie geholt wahrscheinlich. So. Gucken, ob wir außen rumkommen oder ob es uns hier auch wieder erwischt. Außenrum? Geht das? Ist das möglich? Es scheint möglich zu sein, das freut mich. So. Ich hoffe, wir sind aus dem Radius raus. Jetzt schlagen wir nämlich wieder den Weg darüber ein. Oh, da gibt es sogar ein Krankenhaus da hinten, das ist aber schön. Vielleicht kann der meine Strahlung etwas verflüchtigen. So. Alter! Was? Legendärer Ratskorpion! Ja, halt die Fresse! Er wollte mich verarschen oder was? Wo kommt denn der her? Wow! Ein Supermutant, nicht cool. Das wollte ich eigentlich gar nicht sehen, aber das ist natürlich. Scheiße! Flucht! Strategische schnelle Flucht. Ah, scheiße, ne. Meine Ausdauer ist eindeutig etwas eingeschränkt. Nix, Mutantenhund. Warum kann ich denn jetzt dann wieder schießen? Verdammte Scheiße. Ah, Energie, Energie, Energie. Schön viel nehmen. Nehmen wir da noch so einen. Zack. Flucht. Alter, das gibt's jetzt schon wieder tot. Leute. Leute, Leute. Gott, sehe ich so scheiße aus. Voll eingesaut mit irgendwelchem Gift. Ich könnte heulen, ne? Ich könnte echt heulen. Ich glaube, wir müssen doch einen anderen Plan nehmen. Ganz, ganz weit außen vorbei. Also, wie es aussieht, ist das eine sehr, sehr gefährliche Gegend hier. Ach du Scheiße, ich habe auch noch Kopfweh heute, das ist gar nicht cool. Ja. Gut, wo kommen wir diesmal raus? Wieder an derselben Stelle. Nur einen Meter weiter vorne. Diesmal nehmen wir einen ganz, ganz weiter Umweg. Damit uns so etwas nicht schon wieder passiert. Oh. Damit uns so etwas nicht schon wieder passieren kann. Was ist denn das? Was zum Sammeln? Oh, ein Blutblatt. Gib mal her. Was auch immer das bringt. Keine Ahnung. Das hört sich mal selten an, also nehmen wir es. Alter, was ist denn das? Okay. Jetzt ist die Frage, ist der Roboter freundlich gesinnt oder eher nicht? Mal die Waffe wegstecken. Was? Hallo, bist du freundlich? Empfangspersonal, das scheint mal freundlich zu sein. Alles klar. Bitte was? Du wartest auf deinen Aufseher? So sieht es leider aus. Das ist natürlich cool. Dann wart du mal schön weiter auf deinen Aufseher, denn ich bin's nämlich nicht.
Ich bin sicher nicht. Er muss sich im Büro des Direktors in der Statue melden, okay, um eine Zuweisung zu erhalten. Die Galeria ist bedauerlicherweise für Besucher. Melde dich beim Direktor der General Atomics Galeria, okay. Das ist alles. Nun gut, einen schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Okay, der Direktor, wo ist der? Da oben der Direktor? Hallo? Nicht vergessen, ihr seid der Stolz von General Atomics. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Ja, jetzt gehen wir erstmal da hoch. Vielleicht finden wir da ja den Direktor. Hallo? Bist du der Direktor? Tatsächlich. Servus. Geht. Ich bin gerade viermal gestorben, so in der Art, aber ja. Du hast mich beobachtet? Dachten Sie wirklich, eine hochmoderne Einrichtung wie die General Atomics? Ja, habe ich eigentlich gedacht. Überwachungsausrüstung? Und doch, tja. All meiner Sensoren und all meiner gut, gut, gut. Weiß ich nicht, warum Sie wirklich hier sind. Komm, mach mal ein bisschen weiter hier. Für wen arbeiten Sie? Ist halt echt blöde, dass da hinten die scheiß Skorpione und so weiter rumrennen, da bringt's mich nicht arisch weiter. Dann habe ich immer nur so ein klein wenig hier so große Neueröffnung. Große Neueröffnung? Also hören Sie, das Protokoll der großen Neueröffnung überträgt Software-Upgrades an alle Mitarbeiter. Das ist gut. Kriege ich schon auch eins für meinen komischen Pip-Boy. Ich will auch ein Software-Update, verdammt. Ich will auch sowas. Ich muss also Ihre ID sehen. Gut zu wissen. Aha. Welche ID? Erklärung ausgegeben. Dies ist eine Bedrohung. Zeigen Sie Ihre ID. Ja. Ich muss dir gar nichts zeigen. Inakzeptabel. Die Galeria hat geschlossen. Sie wurden gewarnt. Oh shit. Yo, und schon bin ich wieder tot. Alles klar. Yeah. So schnell kann's gehen. Zack, zack und bumm und Busch und ja. Ja. Toll. Ganz, ganz toll. Ja, das Tier ist auch sehr lecker, habe ich gehört. Kann man auch schön kochen und so. Ein bisschen einlegen das Fleisch. Ich meine, hier sieht man ja an der Seite. Viel Fell ist nicht dran, wo du abmachen musst. Ja. Ach Gott, wie widerlich. Ja, ja. Ja. So, jetzt sind wir also schon wieder tot. So langsam habe ich keinen Plan mehr, was ich überhaupt noch tun soll. Weil egal, wo ich hingehe, sterbe ich. Es ist eigentlich schon sehr, sehr bitter. Sowas. Das gefällt mir eigentlich wirklich, kann man so sagen, überhaupt nicht, ne? Okay, diesmal gehen wir nicht querfeldein, sondern folgen dieser sehr gut intakten Straße hier. Und wollen dann mal schauen, dass wir... Oh, auf Reifen hängen bleiben. Wollen mal schauen, dass wir dann uns irgendwie drumstibitzen können, damit wir in die Stadt reinkommen, ohne dass wir dabei sterben. Okay. Oh, haben wir ja Blumen. Mutiert erfahren, das ist aber schön. So. Alter, nein, ernsthaft. Na, jetzt ist wieder die verschissene Schrotflinte leicht im Nachteil. Warum kann ich jetzt zum Beispiel wieder nicht schießen? Das ist jetzt wieder so eine Frage. Jetzt werfen die auch noch mit Molotov. Sag mal, sind die doch ganz klar im Schädel hier. Mach mal Platz hier, lass mich mal durch zu dem kleinen Penner. Ah, oh, du Elende. Elende Nudel. Oh, scheiße. Was war denn das? Was war denn das? Ah, das war eine Mischung aus Molotov und was auch immer. So, wo ist denn der Penner? Wer schmeißt da? Welcher Hurenbock? Ah, da. Alter. Ein Vader-Psycho. Das ist aber schön. Ich kann schon wieder nicht...
So, bis auf die letzte Kugel ausgenutzt. Komm her, die scheiß Munition. 10 mm nehmen wir auch noch gleich mit. Molotow nochmal noch mit. Ja, alles klar. Gut. Ja. Ja, sehr schön. Kommt richtig Freude auf. Was hast du? 38er, das ist ganz gut. Noch mehr 10 mm. Aha. 38er, aha. Schrotpatrone eine oder was? Wollt mich doch alle veräppeln. So, du, 38er. Ja, gut, alles klar. Dann mal kurz was essen, damit wir wieder drauf fit werden hier. Das eingelegte Fleisch, komm mal her. So. Gut. Schön, schön, schön. So, dann wieder Munition. Sehr geil. Alles klar, weiter geht's. Vielleicht kommen wir diesmal vorbei. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich genau rumhänge. Ja. Kleiner Sprung, kleiner Sprung. Ich weiß nicht, also. So sicher sieht das hier gar nicht aus, ne? Muss man eigentlich mal so behaupten. Fusionszelle, cool. Schmutzige Armeeuniform nehmen wir gleich auch mal mit. Kronkorken. Patronen sind immer gut. Ja. Braminfleisch. Her mit. Kann man später kochen. Haben wir wieder was Leckeres zum Essen. Was hast du? Ein paar Kronkorken. Oh, ganz schön viel. Nochmal. Oh, Stimpack. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Geflickte blaue Jacke. Schmutziges Wasser. Wir wollen mich doch verarschen. Verarschen, verarschen, verarschen. Stimmt. Genau. Ich muss da mal kurz was tun. Hilfsmittel. Stimpack, Stimpack. Wo haben wir Stimpack? Stimpack. Ah, oh, das tun wir nämlich hier hin. Ja. Genau. Alles klar. Jetzt haben wir nämlich hier. Können wir uns gleich immer wieder heilen. Das ist schön. Schön, schön, schön. So, weiter geht's. Wasser. Ist da oben eine intakte Brücke? Nein, natürlich nicht. Das Wasser ist wahrscheinlich verstrahlt, oder? Kurz rein. Oh ja, oh ja. Da, wo bin ich, wo bin ich? Ach du mein lieber Gott, also langsam müsste man wieder Wet Away, glaube ich, nehmen. Verstrahlt ist es mittlerweile ganz minimal. Eieieiei. Boah, verdammt. Alter, Alter. Natürlich kann man da wieder nicht. Doch traurig sowas. Komm her, gib mir. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, so langsam habe ich die Schnauze voll. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bevor ich noch an meinen eigenen Kopfschmerzen und meinem Geschrei verrecke, würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Noch eins zum Abschluss. Für die, die es festgestellt haben, dass letzte Woche keine Folge kam, ich musste mich um ein paar kleine... ein paar kleine Angelegenheiten mit meinem Computer kümmern, deswegen konnte leider nichts kommen. Alles klar, dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut und haut rein!